Also bevor Anja loslegt, ich möchte noch ganz kurz was sagen. Anja ist als Palliativschwester tätig. Sie betreut also Menschen in ihrem Sterbeprozess, hat einen unglaublich harten Job und engagiert sich neben diesem Job trotzdem noch für uns alle. Ist heute von Leipzig mit ihrem Mann Klaus zu uns gekommen und das werden sicherlich harte Schilderungen, aber ich finde, die Menschen müssen das einfach hören. Anja, schön, dass du da bist. Hallo ihr lieben Menschen, hallo liebe Freunde, hallo Patrioten! Leipzig grüßt Aschersleben. Erst nochmal zu mir. Süß. Ich bin die Anja, ich bin selbstständige Palliativschwester. Ich arbeite bei alten, schwerstkranken und sterbenden Menschen. Ich bin auch Mutter, ich habe auch einen ganz lieben Mann und ich habe die Schnauze voll! Seit 2013 gehe ich auf die Straße. Und zwar setze ich mich ein für die Pflege, für die alten Menschen, für die Kranken, für die Schwerstkranken und vor allem für die Sterbenden. Seit 2013 mache ich Aktionen, indem ich zeige, wie wichtig die Pflege ist. Aber niemand hat mich gehört. Niemand. Gar niemand. Niemanden hat es interessiert. Die Zerstörung des Pflegesystems ist seit Jahren. Aber keiner hört uns zu. Wir haben keine Lobby. Seit 3 Jahren werden die Menschen gequält. Seit 3 Jahren werden alte Leute kaputt gemacht. Sie werden weggesperrt. Sie sind kaputt von ihrer Familie getrennt worden. Und ich sehe jeden Tag, was das jetzt gemacht hat. Die Leute sind einsam und allein gestorben. Die Leute sitzen jetzt einsam und allein zu Hause. Nichts hat sich geändert. Sie sind traurig. Sie leben in Angst, weil Karl Lauterbach schon wieder Panik schreit. Sie leben in Angst, weil schon wieder ein Krieg... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Die Leute, die sagen ganz oft zu mir, dass sie nicht mehr leben wollen. Dass sie einfach nur noch sterben wollen, weil sie Angst haben, weil sie Krieg durchgemacht haben, weil sie alt sind, weil sie damals gelitten haben und weil alles nochmal kommt. Und die meisten sagen mir, es fängt wieder an. Nie wieder sollte es sein und es ist wieder da! Ich sehe noch in den letzten 3 Jahren, wie die alten Menschen allein in der Wohnung gesessen haben mit einer Maske im Gesicht. Wo ich gesagt habe, was stimmt denn mit Ihnen nicht? Nehmen Sie die bitte ab. Aber ich habe Angst. Aber es ist doch niemand da. Aber ich könnte angesteckt werden. Wahrscheinlich durch den Fernseher. Ich weiß es nicht. Es war so schlimm gewesen. Angehörige, die haben einfach ihre Familien alleine gelassen. Die haben das Essen auf eine Treppe gestellt. Die sind nicht mal reingegangen zu den Leuten. Es war furchtbar. Ich habe viele Tränen gelassen. Und oft war ich die Einzige, die überhaupt zu den Leuten kam. Es war so schlimm und das merken wir bis heute. Und die Menschen haben sich nicht davon erholt. Überhaupt nicht. Und die Spaltung der Gesellschaft ist so tief wie nie. Und die Kinder werden jetzt auch in den Krieg gezogen. Meine Tochter ist 16 Jahre alt. Sie geht in die 10. Klasse. Und die haben ein Unterrichtsfach, das nennt sich Politik. Dort werden sie gezwungen, sich mit dem Krieg zu beschäftigen. Sie haben als Hausaufgabe bekommen, die Tagesschau zu gucken. Ich habe das meinem Kind verboten! Und ich frage mich ernsthaft, ob es eigentlich schon eine neue Nationalhymne gibt. Einigkeit und Recht und Freiheit wurden ja abgeschafft. Viele werden sich fragen, warum habe ich ein Palästinatuch um? Das hat einen Grund. Ich befürworte keine Asylflut. Ich befürworte auch keine Überfremdung. Jedoch, einem Völkermord werde ich nicht zusehen. Und die Kriegsgelder an Israel, die Waffenlieferungen haben sich verzehnfacht. Und ich werde da nicht mitmachen, nicht mit meinen Steuergeldern! Wie wir sehen oder sehen werden, werden dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum keine neuen Geschenke liegen, sondern neue Belastungen. Und die Mehrheit des Volkes schaut weg. Es ist beschämend! Wir haben eine Bundesregierung, die illegale Masseneinwanderung fördert.
Sie betreibt die Zerstörung rechtsstaatlicher Fundamente. Serienmäßig Verfassungsbruch beim Haushalt. Sie betreibt Kriegshetze, Hetze gegen Oppositionelle und Missbrauch der Geheimdienste für politische Zwecke. Diese Bundesregierung bekämpft aktiv unsere Verfassung, unsere Lebensgrundlagen und uns Bürger. Es ist ein Krieg gegen uns Menschen. Diese Bundesregierung ist eine Verbrecherorganisation und wir Bürger... müssen diese Bundesregierung bekämpfen. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und ich werde mich weiter für meine Patienten, die alten Menschen, die Kranken, die Schwerstkranken, die sterben und für die Kinder einsetzen. Ich danke euch! Ja.